das massiv? Fährst du jetzt wohin oder auf dem Plan? Nee, ich fahre hier 3 Stunden rum. Ja, wirklich jetzt. Du dachtest, ich verarsch dich, wa? Ja, ich hab verarscht. Ja, nee. Jo, was geht, die Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, bei euch sind alle Finger noch dran. Ihr hattet eine geile Silvesternacht und habt ein geiles 2020 vor euch. Unser erster Vlog in 2020 wird gleich mit einer Challenge anfangen. Und zwar habe ich mir heute vorgenommen, wir werden 3 Stunden Kreisverkehr fahren. Ich weiß nicht, ob der Tank dafür reicht. Also ich habe gerade natürlich nochmal vollgetankt. Ich weiß nicht, ob mein Körper das mitmacht. Das sind 2 Grad, also es ist wirklich verdammt kalt. Normalerweise fahre ich immer so eine halbe Stunde und mache da ein bisschen Pause. Ich habe deshalb meine Kombi angezogen, habe einmal Thermosachen drunter, aber ob es ausreichen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, meine Finger machen nicht schlapp vom Kuppeln und ich hoffe, dass ich nicht komplett plemplem werde dabei. Und was würde es für einen schöneren Kreisverkehr geben als der um die Siegessäule? Der wohl bekannteste, gefährlichste Kreisverkehr hier in Berlin, wo keiner so richtig durchblickt, wie viel Spuren das jetzt ist, auf welche Spur man eigentlich fahren muss, damit man die nächste Abfahrt nehmen muss. Genau da werden wir jetzt 3 Stunden fahren. Also eigentlich fahre ich noch länger. Ich brauche ungefähr 25 Minuten hin, 25 Minuten zurück. Ich bin gespannt, wie es mir gehen wird nach 3 Stunden. Und ja, wir werden das natürlich alles ein bisschen runtercutten. Bevor es losgeht, werde ich euch nochmal die Atomuhr zeigen. Und dann geht es im Endeffekt einfach los. Also, ich melde mich wieder bei der Siegessäule. Bis gleich. Ist das massiv? Sieht übelst aus wie massiv, aber der fährt einen neuen Mercedes schwarzen SUV. Weiß nicht, ist das massiv? Da soll mal hergucken. Auf jeden Fall ist er die ganze Zeit am Handy. Mercedes? Ja, bitte. Ich bin der Benz unter den Rappern. So, wir haben es jetzt genau 14.32 Uhr und 30 Sekunden. Und jetzt geht es los. Das ist die Atomuhr. Also ihr seht es ja hier oben 14.32, hier 14.32. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, und jetzt geht's los. 3 Stunden, das heißt bis 17.30 Uhr. Circa 17.32 für die kleinen Kackis. Für die Kleinkarierten. Ich bin gespannt, ob ich jetzt irgendwie Durst kriege, was auch immer passiert. Wir können auf jeden Fall noch den Kilometerstand nochmal zurücksetzen, um zu sehen, wie viele Kilometer wir eigentlich im Kreisverkehr dann rumgefahren sind. So, da sind wir wieder bei 0 Kilometern. 0 Kilometern, da ist die Siegessäule. Los geht's. Soll ich euch noch ein paar Fakten über die Siegessäule sagen? Das ist mit eins der bekanntesten Denkmäler hier in Berlin. Sie wurde 1900, ich glaube zwischen 62 und 74 gebaut. Wir müssen aufpassen, hier sind auch Blitzer. Los geht's, wir fahren einfach hier die ganze Zeit rum. Oh nein, hier ist Rollsplit, oder? Und schon Polizei. Ich bin ja mal gespannt, was immer hier die Ampeln sind, wo wir immer zum Stehen kommen und wo nicht. Also meine Kupplung wird sich freuen nach den 3 Stunden. Greta wird sich auch auf jeden Fall freuen, weil es auch absolut essentiell ist, hier 3 Stunden im Kreisverkehr rumzufahren. Ist ja auch kein unnötiges Fahren. Wir wissen halt, wir sind uns noch nicht einig, welche Abfahrt wir nehmen müssen, um wieder nach Hause zu kommen. Und das kann auch gut und gerne mal 3 Stunden dauern. 3 Tage später. Din, din, din. Also ich glaube, 3 Minuten haben wir schon. Einmal sind wir schon rum. Oh, die Ampeln sind immer so geschaltet, dass man nicht mal 2 Ampeln schafft. Ich glaube, es ist auch noch alles so chillig, solange wie die Sonne noch da ist. Aber wenn die Sonne weggeht, dann wird es bestimmt ganz schön kalt. Ich würde gerne mal wissen, wie lange wir jetzt eigentlich hier für eine Runde brauchen. So, die Ampel haben wir jetzt genommen. Wenn da wieder grün wird, dann wissen wir, wie lange wir für eine Runde brauchen. Ich schätze 3 Minuten 30. 3 Minuten. Man braucht genau 3 Minuten für eine Runde. Ist ja krass. Ob sie das so ausgerechnet haben? Das heißt, in 3 Stunden
Das sind 180 Minuten durch 3. Das heißt, wir schaffen 60 Runden. Ja, ganz schön mau eigentlich, dass man in 3 Stunden nur 60 Runden um die Siegessäule schafft. Gott, ich bin 60 Runden um die Siegessäule gefahren. Aber hey, hätte ich nichts gemacht, hätte keiner gewusst, wie lange es braucht, um die Siegessäule zu fahren. Ein paar Späte. Ja, aber boah, der Smart wäre mir fast reingefahren. Ich glaube, sie wäre mir fast reingefahren. Weil sie am Handy war. Das passiert, Freunde, wenn ihr am Handy seid. Ich wette, wir sehen in den 3 Stunden hier noch einen Unfall. Es ist ja schließlich der gefährlichste Kreisverkehr in ganz Berlin. Eine Kreisfahrt, die ist lustig. Eine Kreisfahrt, die ist schön. Denn da kann man die Siegessäule den ganzen Tag lang sehen. Ich glaube, wir haben jetzt erst 1 Stunde, ey. Boah. Es steht kalt am Hals. Also am Hals ist am kältesten. Am Hals, an den Fingern, langsam am ganzen Oberkörper. Langsam fröstle ich einfach aus. Erstmal wieder Hände wärmen. Oh ja. Oh geil. Baby. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Du bist so heiß wie keiner. Oh ja. Yeah. Wärme die Hände. Wir können nochmal zuzählen. Nochmal entspannt eine Runde dämpfen. Ach, hä? Hier waren wir doch schon mal, oder? Kenn ich das nicht hier irgendwo her? Die Siegessäule? Die Ampel? War ich hier schon mal? Hey Schneckchen, bist ja ganz schön am Posen. Und lächeln. Was auch immer sie da anhat, ey. Keine Angst, ich komme gleich wieder. Prostet also hier im Kreisverkehr rumzufahren. Das macht ja echt Spaß. Ha! Spaß für Groß und Klein. Kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn ihr nicht aus Berlin kommt und ihr wollt mal richtig was erleben in Berlin, dann fahrt ihr einfach mal 3 Stunden im Kreisverkehr hier um die Siegessäule rum. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ihr bestimmt noch nie gemacht habt. Mir ist kalt. Ey, ich hab Gesellschaft. Komm rüber. Na? Hast du von Team Dynamic die Maschine abgekauft? Krass. Geil, Alter. Jo, was geht? Ja, ich fahre hier die ganze Zeit rum. Pass auf, wenn ich wieder hier bin, in 3 Minuten bin ich wieder hier, okay? Warte hier, ja, rote Ampel. Was geht bei dir? Hab dich voll auf verpasst. Echt, ja? Da hast du mich gesehen? Ja. Nice. Ja, heute fahre ich 3 Stunden im Kreisverkehr. Ich habe schon 1,5. Willst du eine Runde mit mir fahren? Ja, okay. Endlich haben wir Gesellschaft. Wir haben ungefähr 20 Sekunden hier. Mittlerweile kenne ich alle Ampelschaltungen. Ich weiß alles. Ich bin jetzt 12,6 Kilometer rumgefahren, 1,5 Stunden. Fährst du irgendwo hin oder auf dem Plan? Nee, ich fahre hier 3 Stunden rum. Also das ist mein Plan so. Bis 17.30 Uhr. Ja. Ja, wirklich jetzt. Du dachtest, ich verarsch dich, wa? Ja, ich hab's gehofft. Ja, nee. Ja, kein Ding. Mach's gut, ja? Wie lange fährst du noch rum? Bis 17.30 Uhr fahre ich hier im Kreisverkehr. Oh. Wird mein neues Video. Auch nichts zu tun. Nee. Willst du noch dein Insta raushauen? Hä? Dein Insta? Mein Insta? Leute, wenn ihr das Bike sehen wollt, ja? Don.Gordon. Nee, warte, das ist mein Snapchat. Don_Gordon_.
Okay, alles klar. Folgt ihm für die Team Dynamic Maschine, ist jetzt in seinem Besitz, alles Carbon. Mega. Oh, jetzt fährt die Polizei auch eine Runde mit. Jetzt haben wir Polizeischutz. Bushido-Style. Nee. Nee, warum nicht? Ja, das ist Quatsch. Die letzten 40 Minuten sind angebrochen. Yes! Oh, ich freue mich. Jetzt cuttet ja auch, kennst du Scraven? Ja, der schneidet jetzt meine Videos für mich seit ein oder zwei Wochen so ungefähr. Und ist viel angenehmer jetzt für mich, weil jetzt kann ich mich eher so auf, weiß ich nicht, lange Challenges oder auf irgendwelche verrückten Ideen stürzen und weiß, dass ich danach nicht mehr 3 Stunden jetzt diese Fahraufnahmen durchgucken muss. Ist natürlich auch scheiße für ihn jetzt so. Sorry Scraven, wenn du das jetzt gerade siehst. Wollen wir nochmal versuchen? Ja. Oh, ist noch grün. Easy. Easy peasy. Wir haben eine ganze Runde geschafft. Wir haben eine ganze Runde geschafft, Alter. Nice. Mit deinem Video, das kann ich jetzt mal persönlich sagen. Ja. Du machst echt von manchen Leuten so den Tag dann, weißt du? Ja, was mach ich? Du machst von manchen Leuten echt den Tag. Also bei mir zum Beispiel manchmal. Echt, ja? Zum Beispiel, wie du da in dem scheiß Laubhaufen springst und hattest. Ja, es freut mich echt immer wieder, sowas zu hören von euch. Wenn manche Videos euch berühren oder sei es auch nur, dass ihr einmal lacht in einem Video und da einfach mal so ein bisschen euren Alltag vergesst. Genau das sollen die Videos ja auch bezwecken. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool, weil als YouTuber kann man sich das immer gar nicht so vorstellen. Man weiß, man macht ein Video und man sieht da eine Zahl von 50.000 bis 100.000 Aufrufen oder auch noch mehr, aber man kann sich wirklich gar nicht so richtig vorstellen, wie die Leute einzeln individuell zu Hause sitzen und sich gerade dieses Video anmachen oder durchskippen oder da einen Kommentar schreiben oder wie auch immer. Das ist für mich immer sehr schwer, sich das vorzustellen. Die Zahl zu sehen ist leicht, aber sich wirklich die Menschen dahinter vorzustellen, ist immer ziemlich schwer für mich. Das freut mich natürlich. Oh, die letzten 3 Minuten, genau noch eine Runde rum. Die letzten 3 Minuten, Freunde. Oh mein Gott. Die letzte Runde. Die letzte Runde. Oh, wie ich diese Runde genießen werde. Wir sind einfach mal 3 Stunden hier im Kreisverkehr gefahren, um die Siegessäule herum. Ich weiß nicht, wie viele Rotampeln ich mitgenommen habe. Kilometer, naja, haben wir ungefähr so knapp unter 25, 23,3 Kilometer bis jetzt. Kommen vielleicht nochmal 100 Meter dazu oder 200. Ja, Tank haben wir daher relativ wenig verfahren. Wir standen ja eigentlich die meiste Zeit. Und es war echt eine harte Challenge gewesen, weil das zwischenzeitlich so kalt wurde und auch langweilig. Also echt Glück gehabt, dass ich hier den Boy noch getroffen habe. Und der mir für die letzte Stunde noch Gesellschaft geleistet hat. So, ich würde sagen, das war's. Ich hole nochmal mein Handy raus. Die Atomuhr sagt 17.32 Uhr und 32 Sekunden. Also genau 3 Stunden Kreisverkehr. Wir haben es geschafft, Boys. Wir haben es geschafft. Ist das Zufall, dass hier KW steht? Der Kulewu 1 hat's gepackt. Nice. So, wir halten jetzt mal da rechts an. Ich muss unbedingt von meinem Motorrad mal absteigen. Oh. Oh, mein Baby. Kuss geht raus an dich. Du hast es geschafft. Oh, lass mich nochmal meine Hände wärmen an dir. Oh. Oh, heftig. Oh Gott. Aua. Ah. Ey. Ah, meine Arschbacken, Alter. Ah. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie doll mir meine Beine jetzt wehtun. Das habe ich die ganze Zeit gar nicht gemerkt. Oh, mein Arsch, Alter. Ah. Ah. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr Coolen,
dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr weitere Challenges für mich habt, die ich machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Checkt den Merch ab und wünsche euch einen wunderbaren Start in 2020. Guckt immer fleißig weiter die Videos, denn 2020 werden noch bessere Videos kommen als 2019, verspreche ich euch. Also, bis dann, ihr Coolen. Macht's gut und ich bin raus. Mein Arsch tut weh. Ich fahre jetzt heim. Bis dann.